Oh yeah. Tja, wie kommst du hierher? Das weißt du nicht? Vergessliche Droiden gibt's also auch. Was soll ich da sagen? So, du hast jetzt jederzeit Zugriff auf BDs Holokarte. Na, endlich. So. Ich bin gerade am Überlegen, das hier war das, wo wir vorhin gestorben sind. Ja, das ist schon ein bisschen off track in eine andere Richtung. Naja, gut. Kommen wir jetzt wieder bestimmt nochmal hin. Abkürzung freigeschaltet. Ja, das ist doch mal nice. So, aber gehen wir jetzt erstmal hier hoch. Mal zu gucken, was dorthin als nächstes müssen wir. Kommt. Ich fühle es. Ja. Ist auch schön, dass er sagt, ich fühle es, nachdem unsere Aufgabe ja darin besteht, dorthin zu kommen. Aber gut. Scannst du wieder? Du hast alles kartografiert. Geblockt, verfügbar. Einige Wege sind versperrt, bis er über die erforderlichen irgendwas verfügt. Wechsle die Ansicht, um andere Bereiche der Karte zu markieren. Runter, hoch. Ja, alles klar. Ich schaff's nicht darüber. Es muss noch einen Weg geben. Ja. Ich nehme mal an, hochklettern. Nein. Oh. Schwein gehabt. Genau. In die entgegengesetzte Richtung hoch kann er natürlich nicht. Ja. Naja, dann gehen wir mal runter. Was haben wir hier Schönes? Wo willst du hin? Was ist es? Neues Poncho-Material erhalten. Dämmerung auf Bogano. Du kannst deinen Poncho im Pausenmenü wechseln. Deinen Poncho? Anpassung. Poncho. Ah, okay. Ja, aber irgendwie gefällt mir das Outfit hier besser. Nee, wir lassen das mal. So. Und wieder meditieren. Oh ja, bitte. Ruhe dich aus, um Leben und Macht zu erinnern. Du musst dich nicht ausruhen, um deine Fortschritte zu speichern. Ah, okay, das ist gut. Rüste dich aus, respawn deine Gegner. Ja, das wissen wir schon. Dann müssen wir uns nicht ausruhen. Damit wollte jemand unbedingt zum Gewölbe. Offensichtlich so. Alles klar, Kleiner, wir gehen da lang. Oh ja. Ist echt schon geil, mit dem Lichtschwert hier so zu kämpfen. Oh no! Lauf weg! Das
ist doch genauso ein Gegner wie vorhin. Oh mein Gott, nein. Ich bin fast tot. Aber irgendwie war der Fähigkeitenpunkt erhalten, das ist schön. Der Octo ist bestimmt ein gefährlicher Gegner. Trenne die Zunge mit einer Kombination aus Macht- und Lichtschwertangriffen ab. Extrem gefährlich und resistent gegen Lichtschwerter. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Schmerzhaft. So, aber irgendwie war der hier deutlich einfacher zu besiegen als der vorhin. Also muss es vorhin definitiv ein Abschnitt gewesen sein, den wir so erstmal noch nicht besuchen sollen. Okay. Die Frage ist jetzt nur, wo gehen wir lang? Falsche Taste. Ah, okay, so wie es aussieht, ist da eh gesperrt. Und wir müssen hier lang, aber ich gehe nochmal rüber, um auf Nummer sicher zu gehen. Nicht, dass ich die Karte jetzt erstmal falsch deute. Aber ja. Was? Ich danke dir. Jetzt haben wir noch weniger Gesundheit als davor. Na gut. Dann gehen wir mal hinten lang. Das ist offensichtlich der richtigere Weg. Ah ja, okay. Oder? Können wir einfach so an der Wand entlang laufen? Ich denke, da gibt es nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Nein! Okay, wir können nicht an der Wand langlaufen. Auch schon mal gut zu wissen. Vermutlich ist es irgendeine Fähigkeit, die wir dann noch später bekommen werden, nehme ich mal an. Meditieren. Ich muss mich definitiv ausruhen. Ja. Fähigkeitenbaum. Was haben wir denn noch so Schönes zur Auswahl? Machtabstimmung. Kerls maximale Macht erhöht sich. Ja. Kerl kann nach einem Überkopfhieb
einen weiteren mächtigen Angriff ausführen. Kerl springt nach vorne und attackiert sein Ziel. Springe während des Sprints, um einen Salto über das Ziel zu machen. Also so wie ich das sehe, ist die Machtvergrößerung das einzig Sinnvolle. Ja, nehmen wir das mal. Das ist hier. Willst du verlangsamen, kann Kerl sein Ziel länger verlangsamen. Das ist auch gut. So. Ich versuche mal hier rüber zu springen. So, das hat ja gerade so funktioniert. Aber da kommen wir natürlich nicht hoch, ja. Hat uns das jetzt irgendwas gebracht, hier hochzukommen? Nicht wirklich. An der Wand klettern wir auch nicht. Was hast du? Neun Terrarium-Samen erhalten, okay. Das mit diesen Wänden ist auch echt irgendwie ganz schlimm. Das sieht immer so aus, als könnte man da sich dran festhalten und dann hochziehen. Aber es geht einfach nicht. So. Das hört sich nicht gut an. Wow. Ich glaube, den wollen wir nicht verärgern. Naja, gut. Vielleicht ist er uns ja freundlich gesonnen. Wobei, so freundlich sieht er nicht aus. Naja, gut. Noch etwas? Ich seh's mir an. Siehst du was da drin? Versuch's erneut. Es ist schwierig, Meister. Ja, der Weg ist sehr schwierig. Es mag unmöglich scheinen, aber mit Beharrlichkeit überwindest du jedes Hindernis und mit der Macht als Verbündetem. So meisterst du jeden Pfad. Gut. Versuch jetzt, mich zu erreichen. Jetzt komm her zu mir. Geschafft! Mit Beharrlichkeit und der Macht als Verbündeten. Ich erinnere mich an alte Tricks.
Ja, genau. Jetzt kommen wir vermutlich auch an der Stelle vorhin, wo wir kläglich gescheitert sind, weiterkommen. Aber waren wir da nicht gerade oben? Nee. Wir waren da. Wir sind von da gekommen, genau. Aber wir können natürlich da nicht lang gehen. Wie sollte das auch anders sein? Genau. So. Vermutlich müssen wir jetzt den ganzen Weg zurücklaufen. Zeigst du mir die Abkürzung nochmal? Ah ja, okay, wir müssen ganz zurück. Okay. Ja. Dann müssen wir sehr wahrscheinlich hier über die Wand, dann dahin und da können wir dann irgendwie hochkommen, vermutlich. Mal gucken. So. Ah ja, okay, jetzt ergibt es hier auch Sinn. Ja, diese Wandläufe sind richtig geil. Macht richtig Spaß. So, und jetzt? Hey! Was ist es? Neuer Lichtschwertschalter erhalten. Mut und Weisheit 2. Du kannst Lichtschwertteile aus Werkbänken, auf Werkbänken in allen Teilen der Galaxis und auf der Mantis austauschen. Alles klar. Das ist gut zu wissen, ja. Abkürzung freigeschaltet, ja. So wollen wir das haben. Und das war der Weg, glaube ich, oder? Wettrennen? Oh, dann los! Ja, ich glaube, das verlieren wir, wie es aussieht. Wir sind noch nicht fertig. Okay, okay. Wahrscheinlich hättest du gewonnen. Wahrscheinlich. Interagieren, ja bitte. Das Gewölbe, ja. So, dann würde ich jetzt mal sagen, ich meditiere hier an der Stelle und würde jetzt wieder die Aufnahme beenden, nachdem ich mich dann ausgeruht habe. Ja. Ich hoffe,
hoffe, er hat jetzt gespeichert. Damit bedanke ich mich dann wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.